Lieben, hier ist die Kerstin. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich sitze wieder an meinem neuen Lieblingsplatz hier an der Elbe. Und es kann sein, dass ihr die Gänse ein bisschen im Hintergrund hört. Heute aber sicher leiser als beim letzten Mal. Heute windet es nämlich ziemlich und darum habe ich hier mein Headset heute drin, damit ihr mich besser hören könnt. Ja, herzlichen Dank für eure wunderbaren Kommentare und auch Fragen zu dem letzten Video. Das ja hieß, am siebten Tage sollst du ruhen. Und es gab zwei Fragen, die ich heute beantworten möchte. Und damit verbunden ist auch eine kleine Übung, Meditation, die ich euch geben möchte, um durch diese anspruchsvolle Zeit zu navigieren sozusagen. Also die erste Frage war, ja, ich versuche ja in der Ruhe zu sein. Ich mache ja schon weniger und sage Termine ab und nehme mir weniger vor. Aber selbst wenn ich den ganzen Tag nichts vorhabe und ruhig auf der Couch sitze, ist mein Körper total unruhig, angetrieben. Ich bin wie im sechsten Gang unterwegs. Ich komme einfach nicht zur Ruhe. Woher kommt denn das? Mache ich irgendwas falsch? Grundsätzlich mal die Idee von irgendwas falsch machen würde ich mal grundsätzlich überhaupt aus der Welt streichen. Ja? Du kennst vielleicht frühere Videos von mir, wo es darum geht, ich habe mich so und so entschieden, war das falsch? Ich mache das so und so, war das falsch? Du machst nie etwas falsch. Aber vielleicht hilft es manchmal, die Situation noch besser zu verstehen, damit du anders damit umgehen kannst, dass es dir noch besser geht. Also, warum ist der Körper manchmal so aufgeregt, so aufgedreht? Du sitzt auf der Couch oder du sitzt an einem Steg wie hier und hast einen Puls von 120. Jetzt gehe ich mal davon aus, dein Herz, dein Kreislauf, deine Schilddrüse, alles ist gesund, ja? Wenn das der Fall ist, dann kann es durchaus sein, dass du reagierst auf die Frequenzen, auf das Licht, was im Moment in dich einströmt. Wenn du schon mehrere Videos von mir gesehen hast, dann weißt du, dass ich immer wieder davon berichte, dass wir auf dem Weg in eine neue Frequenz sind. Wir alle, wir Menschen, wir Tiere, die Erde, das Wasser, alles, alles wird in eine neuere, in eine höhere Frequenz gebracht. Ja? Unser Ziel ist es, in einer neuen Dimension zu leben, wie man das nennt. Eine Dimension ist eine Frequenzbandbreite. Und wir haben bisher in der dritten Dimension gelebt, in der Energie. Und wir sind auf dem Weg in die Energie, in die Frequenz der fünften Dimension. Und in der fünften Dimension geht alles ganz schnell. Ja? Die Frequenz in der fünften Dimension ist eine schnellere. Die Zeit läuft schneller, das merkt ihr wahrscheinlich auch schon. Es ist alles unglaublich schnell. Und in dieser Schnelligkeit Ruhe zu behalten, das ist im Moment ein bisschen ungewohnt. Das heißt, es kann gut sein, du hast schon deinen Tagesplan reduziert, der ist ganz gemütlich. Dennoch ist dein Körper auf Hochtouren. Denn dein Körper möchte jetzt und muss diese neuen Frequenzen integrieren. Der Körper muss sich anpassen. Der Körper darf ganz anders funktionieren als vorher. Und woher kommen diese Frequenzen? Die kommen eben von anderen Planeten, zum Beispiel von der Sonne, vom Mond und von anderen sogenannten Sonnen. Und wir sind vielleicht vertraut mit der Idee, dass es für uns eine Sonne gibt. Das ist die, die wir sehen am Himmel. Es gibt aber weitere Sonnen. Zumindest gibt es die Zentralsonne Helios, die immer die Sonne hinter der Sonne genannt wird. Und die Quelle allen Seins ist in unserem Universum. Manche sagen auch, Helios ist gleichbedeutend mit der Gottesenergie, mit der Quellenergie. Das ist ein
eine Energie, die wir Sonne nennen. Dann gibt es andere Sterne, die so hell leuchten, dass sie auch Sonnen genannt werden. Und die sind in verschiedenen Sternbildern. Die sind zum Beispiel in der Formation von Andromeda, in den Plejaden. Das kann die Venus sein. Es sind verschiedene Sterne, die im Moment ganz, ganz hell leuchten. Und was heißt leuchten? Sie schicken Licht zu uns. Und dieses Licht hat eine Intention. Das ist für uns vielleicht auch noch schwer vorstellbar. Wir denken immer, die Sonne leuchtet ja mal einfach so vor sich hin. Die hat doch nichts vor mit uns. Es ist aber tatsächlich so, dass die höhere Energie, das höhere Bewusstsein, was alles kreiert, tatsächlich Frequenzen, Lichtcodes über diesen Weg zu uns schickt. Das ist vielleicht noch ein neues Modell für dich. Ich vertraue darauf, denn ich erlebe es und du erlebst es auch. Und es macht plötzlich alles Sinn. Diese Lichtcodes von den anderen Sonnen kommen zu uns, um uns zu helfen, in die neue höhere Frequenz zu kommen. Und diese Frequenzen dürfen integriert werden in uns. Und integrieren heißt auch immer Umbau. Ja? Also in uns wird vieles umgebaut und natürlich werden auch unsere Chakren umgebaut. Das heißt, es kommt eine Energie, die strömt in unser ganzes Feld, in unseren Körper, in unsere Chakren und überall ist Bewegung drin. Und manchmal kommen eben Lichtimpulse mit einer enormen Intensität und unser Körper ist dann wie, uff, jetzt muss ich das erstmal schlucken, jetzt muss ich das erst einmal verdauen. Und das gibt dann zum Beispiel Herzklopfen, es gibt Unruhe. Das gibt Druck im Kopf, das gibt eine Beschleunigung vom Stoffwechsel, dass du vielleicht auch mehr auf die Toilette musst. Es ist alles wie auf Hochtour im sechsten Gang. Ja? Und das dürfen wir aushalten, in dem Sinne, dass wir sagen, okay, das kann nur etwas Gutes sein, wie gesagt, wenn du medizinische Ursachen abgeklärt hast, wenn ausgeschlossen ist, dass da etwas nicht gut läuft, ist das einfach ein Anpassungsvorgang deines Körpers an die hohen Frequenzen. Und das braucht Raum und Zeit, eben diesen siebten Tag, an dem du ruhen darfst. Und wenn du in diesen Ruhephasen nicht zur Ruhe kommst, dann möchte ich dir zusätzlich noch eine Idee geben, eine Erfahrung mit dir teilen, was ich dann mache. Ich gehe natürlich genauso wie du durch diese Phasen und manche Tage sind nicht schön. Die sind einfach nicht angenehm. Und was ich dann mache, ist oftmals gucken, hey, was ist hier los? Mein Herz rast. Gibt es im Äußeren irgendetwas, was das auslösen kann? Habe ich mich gerade geärgert? Bin ich irgendwie aufgeregt? Gibt es irgendeinen erkennbaren Grund für diese Unruhe? Wenn ich aber nichts finde, weil ich sitze hier auf diesem Steg und mir geht's gut, dann denke ich, ah, okay, interessant, ich nehme einfach mal wahr, die Gänse, ich nehme einfach mal wahr, ich spreche von Unruhe und da kommt Unruhe. Seht ihr mal, wie alles verbunden ist miteinander, ja? Also, ich nehme einfach mal wahr, da ist jetzt nichts Äußeres. Es ist kein Gefühl, was ich irgendwie wegdrücke, unterdrücke, nicht wahrnehmen möchte, sondern das sind jetzt Energien. Ich habe auch nicht 10 Kaffee getrunken, das fällt auch weg. Also, okay, es sind Energien und diese Energien zielen primär auf unser Herzchakra. Warum? Weil im Herzchakra der Keim liegt, der Samen, die Wurzel, für unsere neue Erde, für unser neues Miteinander, für die neue Zeit. Das heißt, alles geht vom Herzchakra aus und unser Herzchakra hat da allerhand zu tun, um die ganzen Zwiebelschalen oder Mauern oder Rüstungen abzulegen. Ja? Und darum spüren wir sehr viel im Herzchakra, weil da nämlich gearbeitet wird, da wird geklärt, gereinigt. Und
alles, was im Herzchakra passiert, passiert natürlich auch im physischen Herzen. Das heißt, das fängt an zu schlagen, das fängt an zu klopfen. Und da wird etwas verändert mit dem Ziel, dass wir uns mehr öffnen können. Dass wir uns mehr öffnen können für andere Menschen, Tiere, die Erde, die Natur. Dass wir rauskommen aus unserem Igloo, aus unserem Rapunzelturm, in dem wir uns so lange eingemauert haben. Das heißt, es gilt jetzt bei dieser Übung, die ich euch eben geben möchte, darum, das Herz mit Liebe zu versorgen. Ja? Und das kann man ganz gut machen, indem man sich einfach mal 2, 3, 4 Minuten Zeit nimmt und mal das Herz ehrt, das so schnell schlägt, das so aufgeregt ist. Du kannst zum Beispiel deine Hände mal auf dein Herz legen und das tut unendlich gut, wenn man merkt, oh, da wird es warm. Oh, da entspannt sich sofort alles um das Herzchakra herum, die Schultern, Brustmuskeln. Oh, es wird warm. Du gibst dir schon einmal selber Wärme und Liebe und atmest ein paar Mal tief und bewusst in dein Herzchakra ein. Bei jeder Einatmung stellst du dir vor, dass dein Herzchakra sich weiter ausdehnt. Und es dehnt sich immer mehr aus und erlaube ihm ruhig, sich so weit auszudehnen, dass es größer ist als dein physischer Körper. Dass du also sitzt in einer Bubble, in einer Aura aus Herzenergie. Einatmen in dein Herz. Und erlaube dir, dein Herzchakra groß zu machen. Und es kann sein, dass dein Herzchakra strahlt in Weiß, in Pink, in Grün, in Gold. Wichtig ist das Gefühl, dass du wie umarmt bist von dir selber, gehalten, liebkost, in der Mitte, im Zentrum von deinem Herzchakra. Während ich das erzähle, spürst du ganz sicher bei dir schon diese Veränderung. Denn wir kommen ganz schnell in den Kopf auch bei diesem Herzrasen. Dann fängt es an zu drehen und warum und wieso. Spür in dein Herz, spür in diese große Aura hinein. Ja? Und jetzt kommt der nächste Schritt. Gehe jetzt mit deiner Aufmerksamkeit von deinem Herzchakra nach unten durch deinen Körper, durch dein Becken, durch deine Beine, durch deine Füße in die Erde hinein. Und stell dir vor, dass dort dein unterstes Chakra ist. Das ist das unterste der 12 atlantischen Chakren. Dein Erdsternchakra. Und atme ein paar Mal hinein in dein Erdsternchakra. Du kannst es dir vorstellen, in Silber, in leuchtendem, silbernem Licht. Und dieses silberne Licht wird größer und weiter und wird eine große Kugel. Und die kannst du jetzt so groß machen, wie du möchtest. Das sind jetzt deine Lichtwurzeln. Die können so groß sein wie eine alte Eiche oder wie ein ganzer Wald. Und dieses silberne Licht, das lebt, das ist vibrierend, das ist aktiv. Und du spürst die Verbindung zwischen deinem Herzchakra und deinem Erdsternchakra. Und du lässt mal alle Energie, die hier vielleicht gerade ein bisschen zu viel ist, abfließen in dein Erdsternchakra. Wie bei einem Blitzableiter. Es kommt immer wieder dieses Bild, das hast du schon öfter von mir bekommen in meinen Videos, wie ein Blitzableiter. Die Energie kommt aus dem Universum in deinen Körper und dein Körper ist ein Blitzableiter. Und es geht hinein in dein Erdsternchakra und von dort verteilt es sich wie bei Wurzeln überall in die Breite, in die Tiefe. Verbindet dich mit den Wurzeln der Bäume, mit diesem Lichtnetzwerk, mit dem Wurzelnetzwerk der Bäume. Und wenn du magst, kannst du dich noch tiefer verbinden, hinein in das Herz von Mutter Erde. Dort ist ein leuchtender, lebendiger, aktiver Kristall.
Verbinde dich mit diesem Kristall, mit dem Herzen von Mutter Erde. Du kannst auch deine Wurzeln drumherum schlingen, dich energetisch verbinden mit diesem Anker. Und dann zur Krönung erlaubst du deinem Erdsternchakra noch größer zu werden und dich ganz und gar einzuschließen. Das heißt, du bist in einer Blase, in einer Aura aus deiner Herzenergie und zusätzlich bist du in einer großen Blase aus schimmernder, silberner Erdsternenergie. Und Silber kommt aus der Erde, Silber ist in der Erde. Noch weitere Vögel jetzt zu uns, wie schön. Das heißt, du bist jetzt wirklich verbunden oder eingehüllt in eine irdische, in eine erdende Energie. Ja? Und spür einmal, wie du dich jetzt fühlst, in der Mitte dieser beiden Energieblasen, verbunden mit dem Erdstern, verbunden mit dem Herzen, dem Zentrum von Mutter Erde. Und diese Übung kannst du meditativ machen. Du kannst dich wirklich hinsetzen, in die Ruhe kommen, dir 10 Minuten Zeit nehmen, darin schwelgen. Oder du kannst es zwischendurch im Büro machen. Du kannst es im Fahrstuhl machen. Du kannst es immer wieder machen. Je öfter du es machst, desto automatischer geht es. Das ist wie ein Reflex. Einfach in dein Herz ausdehnen, verbinden mit deinem Erdstern, verankern, Erdstern hochziehen. Oh, und du wirst merken, wie wunderbar ruhig, mindestens deutlich ruhiger du wirst. Ja? Ich freue mich sehr über Kommentare, über Reaktionen, über Erfahrungen, wenn du die in den Kommentaren teilen möchtest. Sehr gerne, wenn du dieses Video mit deinen Freunden teilen möchtest, tu das gerne. Und wenn ich dich energetisch begleiten darf, weil du gerade durch eine anspruchsvolle Phase gehst, melde dich gern für ein Einzelcoaching oder eine Begleitung mit der Lichtheilung. Und es darf alles ganz, ganz leicht gehen. Es ist herausfordernd, aber es darf auch leicht gehen. Und behalte immer im Hinterkopf, was das Ziel ist, nämlich eine neue Welt. Ein Leben in einer neuen, höheren Frequenz, wo wir alle verbunden sind von Herz zu Herz. Und ich schicke dir jetzt von meinem Herzen zu deinem Herzen ganz, ganz viel Licht und Liebe und wünsche dir das Allerbeste für deinen Weg. Bis bald. Tschüss.